Ja, liebe Freunde, willkommen zurück zu EAFC und unserem nächsten Part heute hier in diesem kleinen Projekt mit dem Duell gegen Sheffield United unter anderem. Wir werden jetzt nur noch kurz schauen, ob es im Kalender noch irgendwelche Spiele gibt, die heute auf uns zukommen. Danach haben wir, na schaut mal, 2 Wochen Pause, also Länderspielpause, das ist natürlich auch schön. Dann würde ich sagen, machen wir das Spiel gegen Sheffield United heute in voller Länge und werden dann danach ein bisschen scouten für die Winterpause. Denn, ja, wir sind schon bei Mitte November und dementsprechend sollten wir schauen, dass wir uns hier für den Winter gut vorbereiten. Das heißt, für diejenigen, die die Football-Manager-Karrieren auf dem Kanal nicht kennen, ich mache es immer ganz gern, dass ich den Kader kurz noch durchbesprich von den Positionen her und dann werden wir mal scouten oder Scouting-Aufträge verteilen. Gut, das heißt, wie gesagt, in erster Linie mal schauen wir auf das Spiel gegen Sheffield United. So, mit welchem Personal werden wir es heute angehen? Das ist die Frage. Wir sehen, dass Fatih, Estupinian, Igor, Lamptey allesamt ein bisschen müde sind. Auch die Ersatzmänner sind zum Teil aber müde. Dementsprechend tue ich mir da ein bisschen schwer. Rechts hinten können wir Lamptey mal grundsätzlich ersetzen. Da können wir den jungen... Wo haben wir denn? Saunders spielen lassen. Der hat ja zuletzt schon gespielt rechts hinten. Unser eigenes Talent, also unser Eigenbauspieler. Igor tauscht mal mit Dank. Und David Schneck fängt links hinten an. Und dann sehen wir hier, ja, Moda, Adingra. Ich würde sagen, dass wir hier den Milner vielleicht mitnehmen, dass wir den am Flügel noch spielen lassen können. Ich sollte Billy Gilmore vielleicht auch ein bisschen mehr fördern. Bei dem haben wir halt das Thema mit dem Tempo. Also der schnellste ist er nicht, aber an und für sich nicht uninteressant. Aber zentrales Mittelfeld, das wird sowieso ein Punkt, den wir uns anschauen müssen, weil da bin ich eigentlich nur mit Alex Prass zufrieden. Mir fehlt es da einfach an Tempo, um ehrlich zu sein. Das ist mir auf der Position schon sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns das nach dem Spiel an. Jetzt kümmern wir uns mal ums Spiel selbst. Beziehungsweise, was ich natürlich nicht vergessen darf, ist die Trainingseinheit. Schauen wir mal, was wir heute machen. Ich hätte Lust darauf, irgendwas zu schießen. Angriffsszenarios, Konterszenarios. Konterszenarios klingen lustig. Ich bin hier auf Schuss gegangen. Wieso habe ich jetzt die Defensive? Verstehe ich jetzt nicht. Ist ja schräg. Oder geht es darum, dass ich hier quasi den Ball erober und dann versuche umzuschalten? Das könnte nämlich auch sein. Genau, darum geht es anscheinend. So. Oder auch nicht. Man sollte sich die Beschreibung halt durchlesen. Ach ja. Gut von Igor. Der Abschluss war halt bitter. Aber man kriegt extra Punkte, wenn man anscheinend den Konter möglichst straight und schnell rüberbringt. Da wäre jetzt auch ein guter Konter drin gewesen. Aber... weil der Gegner irgendwie den Ball berührt hat, also abgeblockt hat, zählt es dann leider auch nicht. Webster, vielleicht jetzt die Chance. Aber Calvert-Lewin bleibt hängen. Aber es gibt gute Extrapunkte. Jetzt habe ich mich gerade verschaut. Und da ist es passiert. Also ich glaube jetzt ganz ehrlich, dass es nichts wird. Das ist halt wieder so eine Szene, die mich halt einfach nervt, weil da kannst du nicht rechtzeitig rankommen. Aber das haben wir eh schon öfter gehabt, dieses Thema, auch in den Kommentaren. Und meine Aufstellung ist wieder weg. Oh, FIFA, du nervst. Oder EAFC teilweise. Es ist wirklich... Es sind wieder die Spieler drin, die ich vorhin ausgewechselt habe. Wo ich mir einfach denke, das kann doch nicht so schwer sein. Also wenn da irgendjemand mal sich hingesetzt hat und diesen Karrieremodus 5 Stunden lang getestet hat, solche Fehler müssen doch auffallen. Also mich würde wirklich interessieren, wie viele Stunden hier eigentlich getestet wird. Fehler und Anführungszeichen natürlich. Wenn ich die Aufstellung mache und dann zurückgehe, dann ist schon klar, dass es passieren kann, dass die Änderungen zurückgesetzt werden. Aber andererseits muss man halt auch sagen, da muss man das besser im Menü platzieren, dass man zuerst die Spielerauswahl macht und dann die Trainingseinheiten dazu, weil es bringt nichts, die Trainingseinheiten, die Vorbereitungen für das Spiel mit Spielern zu machen, die nicht spielen. Also du musst zuerst die Taktik auswählen, andersrum ergibt es keinen Sinn. Und ja, ich ärgere mich gerade wieder mal.
zeigt halt irgendwie, dass es sich, ich will es nicht absprechen, es macht in diesem Jahr wirklich Spaß, aber wenn sie sich halt irgendwie bemühen, neue Sachen einzubringen oder irgendwas zu verbessern, kümmern sie sich selten darum, Fehler auszumerzen oder sonst was. Gut, das mit dem Menü hier, das ist jetzt eine andere Geschichte, das ist ein neues Feature und das haben sie sich anscheinend nicht durchgedacht, aber das meine ich halt auch mit dem Testen. Wenn du das Spiel wirklich 5 Stunden lang probierst, weil ich glaube, länger spielen wir es ja eigentlich auch noch nicht in diesem Let's Play, dann fällt dir das auf und dann stört dich das und dann willst du das ändern. Naja, gut, wir nehmen es jetzt so, wie es ist. Wir sind schon erwachsen und können uns eh nicht ändern. Müssen wir halt dann wechseln in dem Fall. Da habe ich jetzt zum Beispiel eben den jungen Spieler leider nicht dabei. Das war kein Abseits. Ich habe den Heber jetzt nur versucht, weil ich davon überzeugt war, dass das Abseits ist. Verdammt. Hätte gezählt. Bei der Winkel eh nicht optimal war für den Abschluss, aber ich glaube, den hätte man schon unterbringen können. Mein Fehler. Natürlich mein Fehler. Steuert ja sonst niemand. Der Mal schlägt ab auf Alexander Prass. Ah, gut antizipiert, kein guter Pass. So, Lamptey, gute Balleroberung. Der nimmt Fahrt auf und fährt in den Gegner. Mametocic mit der guten Klärungstat schafft es auch gut, hier gleich den Ball nach vorne zu verteilen. Auch hier wieder. Ist der nicht auch Österreicher oder Austro-Bosnier, so irgendwas, glaube ich. Ganz spannend eigentlich. Der Brugen rettet hier. Es wäre jetzt natürlich bitter gewesen. Zum einen diese Riesenchance vorne und dann der vermeintliche Rückstand. So, der Hut auf Mitoma. Und die Flanke wird geblockt. Ich wollte jetzt ganz rüber auf, ich glaube, Estupinian war es. So, nochmal die Chance. March aufs lange Eck. Nee. Wird leider nichts. So, Prass wieder gut gemacht. Also Modahut würde ich ehrlich gesagt auch behalten. Finde ich, der macht sich ganz gut. Nein, wie verrückt ist denn die Szene? Oh, das müssen wir uns nochmal anschauen. Wie krass ist das denn bitte? Das war gerade ein scharfer Pass von mir. Aus der Situation. Wie den der Torwart rauskriegt, ist auch spannend. Unglaublich. So, March wird attackiert, aber behauptet sich gut. Mitoma, guter Haken. Aber die Flanke war eher so ein lockerer Chip in die Mitte. In dem Fall vielleicht nicht ganz das Richtige. So, Prass behauptet ihn wieder gut. Der ist körperlich, wie gesagt, richtig stark. Aber auch kein Dribbler. Man versucht irgendwie den Haken zu machen, um dann vielleicht ein paar Freiräume zu schaffen. In der Mitte. Und Prass ist schon wieder hinten. Also diese neue Einstellung. Wir haben ja die Rollen angepasst etwas. Die funktioniert scheinbar schon nicht so schlecht. Ah, der Pass war nicht gut. Ist das Ryan Thomas? Haben wir nicht irgendeinen Thomas-Linksverteidiger bei Luke Thomas? Luke Thomas, glaube ich, heißt er. Bei Southampton, wenn ich mich nicht täusche. Das war auch ein schöner Save, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn die Premier League natürlich heftig ist. Ryan Brewster, auch den hatten wir schon. Ja, Sheffield United ist schon irgendwie unangenehm zu spielen. Vorteil ist, sie rücken wahnsinnig hoch auf, also vielleicht schaffen wir es da jetzt dann wirklich mal einen Konter zu fahren, dass wir da auch ein bisschen mehr Raum haben. Aber da spielen sie super zu Ende und zum Glück ist der Abschluss zu locker. So, March.
Mitoma. Der Abschluss von March war da mit einem schwachen Fuß dementsprechend auch nicht so wirklich, wirklich gefährlich. Also, ja, wir sind das bessere und aktivere Team, aber nicht zwingend genug. Lamptey ist jetzt natürlich K.O. Jetzt müssen wir diesen Wechsel wieder machen, weil ich ja sonst niemanden dabei habe. Ärgerlich. Innenverteidigung können wir Dank für Igor bringen, aber sonst würde ich jetzt mal für den Moment dabei bleiben. Ah, schade, der wäre, glaube ich, ganz gut gewesen. Calvert-Lewin mit dem Einwurf. Boah, der war schlecht von... von mir jetzt in dem Fall eigentlich, muss ich sagen. Weil da hätte ich einfach nicht so drücken dürfen. Norrington Davis. Boah, super Tackling. Hart, aber herzlich. Ansu Fati komme ich hier gut durch. Werde da getackelt, aber ich lasse es weiterlaufen und mache dafür das 1:0, 51. Minute. Ansu Fati, der war schön. Der war wirklich nicht schlecht. Also hier schön weiterlaufen lassen und ihn dann schön ins lange Eck gezwirbelt. Der hat schon ganz gut gepasst. So, Thomas gegen Schneck. Mit viel Glück kommt hier Thomas durch. Und Schneck, glaube ich, kann den blocken. Nein! Der war einfach nur schlecht. Ich dachte, Schneck hat den geblockt. Okay. So, Omar Solé. Mit Thomas, super Pass auf Schneck hier. Modahut, wieder Schneck. Der ist halt jetzt Linksfuß. Da kommen wir noch zum Abschluss und dann schießt ihn March so zentral mit seinem starken Fuß. Das ist halt auch eindeutig nur zu wenig. Gut von Dank. Der Chip jetzt hier drüber. Boah, wow, Mitoma. Der war auch nett. Und dann bleiben wir mit Modahut hängen. So, aufpassen jetzt auf die Konterchance. Archer. Der ist zu schnell. Aber Verbruggen rettet. Ich wollte ihn schon rausschicken. Ich glaube, das hätte unsere Chance, hier den zu verhindern, deutlich verkleinert. Also gut, dass ich jetzt gezögert habe. Und Verbruggen hat auch den. Also das ist schon ein richtig starker Keeper. Da unten ist jetzt jemand frei, nämlich Ansu Fati. Den wir hier gleich mal in Szene setzen. Aber das war zu durchsichtig und dementsprechend kein Problem zu verteidigen. So, gut, das Tackling von Prass. Ah, Calvert-Lewin bringt den nicht rüber. Aufpassen jetzt wieder. Solé. Solé habe ich da schön den Raum abgesichert. Und der ist weg. Wir sind in der 72. Minute. Dementsprechend werde ich jetzt hier schauen, dass wir wieder frischen Wind bringen. Pascal Groß in dem Fall. Ferguson schlechte Moral, den bringen wir rein. Und für Fati bringen wir auf dem linken Flügel wieder Adingra. Für die Schlussphase. Bei Ferguson müssen wir uns die Moral auch wirklich anschauen, weil das ist ein Top-Talent. Den müssen wir fördern und im Worst Case müssen wir halt sonst Calvert-Lewin auf die Bank setzen. Wenn der unbedingt spielen will, weil den dürfen wir echt nicht vergraulen. Stupinian. Oh, Groß drin. War das gerade Pascal Groß? Nein, Ferguson. Okay. 2:0. Sehr schön. Direkt nach der Einwechslung. Damit können wir schon ein bisschen beruhigter sein. Der Dingra, der super durchkommt. Der Pass in die Mitte nicht ganz geglückt. Und dann Ferguson. Der Verteidiger kann ihn nur nach oben irgendwie
ablenken. Und es wird leider für Ahmet Tocic gewertet. Also eigentlich gegen ihn, nicht für ihn. Das heißt leider kein Treffer für Ferguson, was ich persönlich schade finde jetzt. Aber gut. Kann man nichts machen. Boah. Vini Sosa mit dem Abschluss, 78. Auch ordentlich gefährlich. So, Estupiñán. Schön hier gegen die Laufrichtung. Und ein Kackpass, der wehtun könnte. Wir sind jetzt natürlich im Konter ziemlich offen, weil ich die beiden ZMs ja so eingestellt habe, dass sie mitlaufen. 1:2, 80. Minute. Ryan Brewster, Ex-Liverpool-Talent. Weiß gar nicht, ob der verliehen ist oder ob der fix gewechselt ist. Kann ich jetzt echt nicht sagen. Sieht aus wie ein kleiner Kylian Mbappé. Schon, oder? So ein bisschen die Augen- und Nasenpartie. So. Mart schön auf Adingra. Der hat wieder viel Platz. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir das clever anstellen und die Partie halt auch ein bisschen runterlaufen lassen. Damit hier nichts mehr passiert. Estupiñán dreht sich gut ein. Boah. Das war auch nicht schlecht. Und leider kein Abschluss von Ferguson. Dafür die Konterchance. Ich wollte jetzt eigentlich das taktische Foul machen. Nicht geklappt. Und jetzt wird es wieder gefährlich. Nicht gut verteidigt. Dank kann ihn zur Seite klären. Adingra nach vorne. Und auch hier leider wieder ein bisschen zu wenig, was wir draus machen. Aber Adingra spielt sich super, muss man echt sagen. Also starkes Flügelersatztalent. Dafür sind wir jetzt hier wieder ordentlich in Unterzahl. Der Proben hat ihn. Die letzten Sekunden laufen, das war's. Puh, zum Glück noch alles gut gegangen. Ein bisschen geschwitzt haben wir. Aber alles in allem war das schon ein souveränes Spiel heute. Was ich mir wünschen würde, wenn da jedes Mal die Tabelle eingeblendet wird. Aber nein, man muss immer selber reinklicken oder halt sich mit diesen fünf Mannschaften hier zufrieden geben, was halt auch irgendwie doof ist. Wir sehen nach wie vor die Spurs vor Arsenal, Newcastle auf der 3, City auf der 4 und wir dann auf der 5. Das heißt, ja, ich möchte unbedingt schauen, dass wir nächstes Jahr wieder international spielen. Da sind wir auf jeden Fall auf Kurs. So, jetzt gehen wir vielleicht kurz mal, gehen wir mal aufs Teammanagement. Die Moral ist zufrieden. Ferguson ist unglücklich. Dann lassen wir Ferguson jetzt mal eine Zeit lang spielen. Ja, die Frage mit dem zentralen Mittelfeld. Oder schauen wir es uns vielleicht gleich in der Teamzentrale an. Weil da müssen wir jetzt echt ein bisschen was ändern. Torhüterpositionen, Jason Steele als Ersatzkeeper. McGill haben wir eh schon seit Ewigkeiten auf der Transferliste, aber wird nichts. Und Kjell Scherpen, die Nummer 1 von Sturm Graz, der ist sensationell, der wird zurückkehren. Verbruggen, super Nummer 1. Dann haben wir die hier auch noch verliehen, die könnten wir eigentlich beide auch hergeben, aber können wir jetzt eh nicht ändern. So, links hinten, den Samuels haben wir auch auf der Transferliste, da ist Schneck der Backup. So, Innenverteidigung. Das wird jetzt schon mal spannend. Da müssen wir jetzt mal schauen. Bei Dank haben wir das Problem Tempo 45. Webster Tempo 69, das passt gut. Igor 73, Soler 81. Feldmann hat 61, das ist zumindest keine Katastrophe. Aber ich persönlich würde Louis Dank ehrlich gesagt jetzt mal verkaufen. Auch wenn er, glaube ich, aktuell Kapitän ist, aber Tempo 45, das geht nicht. Webster finde ich noch okay, würde ich als Backup lassen. Und Feldmann wahrscheinlich dann auch. Der hat ein gutes Dribbling, gute Physis. Ich glaube, dass man, aber Antritt 60 ist halt auch katastrophal, aber ich möchte mir nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufreißen. Okay, dann Saunders trainiert auch noch, das heißt Rechtsverteidiger werden wir auf jeden Fall noch einen brauchen. Lamptey hat eine schlechte Form im Moment. Billy Gilmore, formdürftig. Den würde ich aber auch fördern. Hier das nächste Talent, den würde ich auch fördern. Dann haben wir Milner, den ich halt leider einfach nicht brauchen kann.
Den werden wir verkaufen. Pascal Groß, ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Aber in dem Fall ist er mir, glaube ich, einfach zu langsam. Moda ist ähnlich, aber ist noch besser. Der Hut ist auch noch besser. Also der Hut mit Brass und Moda und dass wir einen zusätzlichen zentralen Mittelfeldspieler holen, wäre vielleicht nicht schlecht. Den hätten wir zum Beispiel, ja. Carlos Baliba, den haben wir momentan verliehen. Der wäre da vielleicht was gewesen. So, und dann haben wir vorne João Pedro natürlich, March, Mitoma, Buonanotte, Calvert-Lewin, Ferguson. Ja, vorne würde ich sagen, brauchen wir jetzt nicht wirklich was. Also ich würde jetzt hier einfach mal bei den Scout-Berichten schauen, was wir da jetzt so haben. Wir haben eh schon nach Rechtsverteidiger gesucht. Da gibt es schon ein paar ganz interessante. Timothy Castagnier, so, den können wir mal scouten. Rechtsverteidiger aus Spanien, Gorosa Bell. 25 Jahre alt, kann man sich anschauen. Dann Kenny Tete. Oder Tete, finde ich spannend. Rechtsverteidiger von Alaves aus Argentinien. Könnte schneller sein. Ridley Baku, Chelsea. Habe ich das verpasst? Nein, oder? Werden wir mal scouten, aber wird kein Thema sein. Aaron Hickey, der könnte spannend sein, vor allem weil er noch recht jung ist. Als Backup wäre der ganz cool. Und Hector Bellerin. So. Haben wir noch ein anderes Scouting aufgegeben? Nein, eigentlich nicht. Na, dann würde ich sagen, dass wir jetzt jemanden suchen fürs zentrale Mittelfeld. Ich suche ZMs bewusst, weil ich will, dass sie offensiv und defensiv was drauf haben. Stammspielerqualität passt und vom Spielstil her, ja, würde ich mal auf alles gehen, weil wir auch alles Mögliche brauchen werden. So, und das sind jetzt auch die Spieler, bei denen die Verträge auslaufen, oder auch nicht, am Rabatt. Achso, weil das der Leihvertrag ausläuft. Draxler noch bei PSG. Isco. Na gut, das heißt, soweit wissen wir jetzt ein bisschen was. Wen haben wir noch in der Transferzentrale auf unserer Liste? Luke Thomas, den habe ich gemeint, von Leicester. Dante können wir streichen. Die beiden lasse ich jetzt mal oben. Mason Holgate lasse ich oben. Chaloba lasse ich oben. Fofana, Kehrer, Konaté können wir, glaube ich, streichen. Ciao, Pavlovic. Ja, also hauptsächlich die Positionen, die wir eigentlich eh gebraucht haben. Wo wir aber eh dann Personal auch geholt haben. Also so gesehen nicht so aufregend. Transferangebot für Groß. Newcastle 12 Millionen. Wir haben aber auch ein Angebot für 18 Millionen schon gehabt und das haben wir abgelehnt. Also würde ich mal sagen, schauen wir mal, dass wir 18 kriegen. Aber ich würde es sonst auch annehmen. Hier haben wir die Nationalspieler Fatih, Gilmour, Ferguson, Lamptey, Feldmann, Verbruggen, Moda. So, die kommen wieder nicht zustande. So. Passt. Stillstand bei den Verhandlungen, also das hat mit Newcastle nicht geklappt, was Pascal Groß angeht, aber wir haben ja keinen Stress. Das ist das nächste Angebot von den Spurs in dem Fall. Da würde ich jetzt sagen, setzen wir vielleicht vorne schon, von vornherein schon niedriger an. So, monatliche Scouting-Updates, das sind jetzt die Jugendspieler. Da haben wir hier unten mal Olli Moss. Größe 2 Meter. Der könnte für die Innenverteidigung spannend sein, wenn er halbwegs beweglich ist. Dann würde ich den mal verpflichten. Mein Rechtsverteidiger auch. Kannst du rechts hinten spielen? Eher nicht. Die sind alle nicht so defensiv. Dexter Warner. Aufs Potenzial habe ich gar nicht geschaut. 59 bis 77. Da geht mehr. Den werden wir dann auch nach Hause schicken. Den auch. Tempo. Rechtsfuß 1,66. Also der hatte keine Defensivskills. Ja, da werden wir mal weiter scouten. Und dann haben wir hier noch einen Bericht und zwar aus Brasilien. Haben wir da mal einen Rechtsverteidiger? Nein, wieder nichts. Können nur schauen, ob es jemand ist, der Defensivskills hat irgendwo. Sind alles nur Offensive. Okay, das heißt, Potenzial 63 bis 81, den schicken wir mal nach Hause. Breno Andrade, der könnte ganz interessant sein, 15 Jahre alt, den verpflichten wir mal.
Dann haben wir hier einen, nettes Tempo, einen 77 großen Linksverteidiger. Dann haben wir hier Adriano Tavares. Ein gutes Potenzial, den nehme ich auch auf. Den schicken wir nach Hause. Und Felipe Gonsalves. Ja, zu wenig Potenzial. Aber da sind schon die ein oder anderen interessanten Spieler dabei. Also da bin ich mal gespannt, wie es so läuft. Gut, dann machen wir jetzt den Cut heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. War mir eine Freude, hat wieder Spaß gemacht. Nächster Part dann mit Nottingham Forest und der Europa League. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.